Hallo meine lieben Freunde, langsam neigt sich das Jahr dem Ende und wir halten Rückschau, was alles in dem Jahr 2018 passiert war. Auch was Nostradamus für dieses Jahr prophezeite. Nun wollen wir wissen, was er für den Dezember 2018 für uns bereithält, was Nostradamus für diesen Monat prophezeit. Die Sonne und Jupiter sind nahe beisammen, zum Glück. Doch Sonne und Mars zusammen zeigen sich in einer unguten Aggressivität. Also, es geht heftig auf und ab. Wir erleben ein erfreuliches, aber auch kritisches Wechselbad der Gefühle. Dann noch der rückläufige Merkur, der keine großen Geschäfte zulässt. Und wir sehen viele Befürchtungen für das kommende Jahr, die sehr begründet sind. Es wird Zeit zur Besinnung und das im Eiltempo. Am Ende des Jahres wird sich der Einzelne wohl fragen, ob es Liebe und Treue vor allem in der Ehe noch gibt. Und er wird sich fragen, wie viel Unheil er hinterlassen hat. Nostradamus hat schon lange im Voraus gesehen, dass der extreme Islamismus über Europa herfallen wird. Das ist nicht ungefährlich. Nun die Prophezeiung Nostradamus für den Dezember. Von der Höhe des Aventin hallt die Stimme. Geht, geht weg. Nach beiden Seiten, mit dem Blut der Roten wird der Zorn gelöscht. Denen von Rimini, Prato, Colonna werden die Stiefel ausgezogen. Diese Übersetzung seiner 9. Zenturie, Vers 2, ist sehr beunruhigend, was Nostradamus sah und niederschrieb. Wir sollten beten, meine Lieben, uns Gott zu wenden und darum bitten, dass das Leid für uns alle, alle Lebewesen mit der Natur von allen göttlichen Mächten abgewendet wird. Dass wir alles ertragen können, was auf uns zukommt. Meine Bitte an euch, betet und bittet um Schutz und Hilfe. Mit lichtvollen Grüßen, eure Deria.